Sehr schön. Dann haben wir das also auch. Ich weiß nicht, ob das die, die letzte Mission aus dieser Christina Questline sind. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Es ist sehr überfüllt hier alles gerade. Wir sollten vielleicht mal ein paar Sachen hier rausnehmen. Oh ja, unser Borgia-Einfluss, der ist ganz schön am Wanken. Der ist ganz schön am Wanken. Was ist das hier? Achso, unser Unterschlupf. Ich wollte schon sagen, warum? Warum ist das weiß und das einzige hier ist schwarz? Zwei Türme noch, Freunde. Zwei Türme noch. Das kriegen wir locker flockig hin, oder? Wir wollten Richtung Versteck des Romulus. Leonardo, da können wir nur Ausrüstung kaufen. Ne? Das ist nicht weiter interessant. Fraktionsgebäude, ja, schön und gut. Wo ist denn? Hier. Wir können ja zu dem Tunneleingang, den würde ich mal nutzen. Wenn wir schon so viele haben, warum nicht mal einen nutzen? Warum auch nicht? Hier ist noch ein Schatz. Den schnappen wir uns. Ja, ja, ich habe keinen Verstand. Und den habe ich auch noch verloren. Den nicht vorhandenen Verstand. 237. Schade. So, aus dem Weg. Was ist hier mit dem Fraktionsgebäude? Wo ist das? Ist das hier? Sollten wir nicht einschreiten? Nee, nee, ihr müsst nicht einschreiten. Ich will nur das Gebäude hier. Diebe, Söldner, Kurtisanen. Ihr kennt ja meinen Plan. Ne? Wir machen aus Rom ein Freudenhaus. Eine Freudenstadt, sozusagen. Überall. Ja, überall wird Freude versprüht. Im wahrsten Sinne. So. Gut. Was wäre das? Das ist sogar sehr gefährlich. Das würde ich dir nicht raten, dass du jemals sowas machst. So, darf ich mal kurz an mein Plakat. Letzte Woche habt ihr euren Bruder der Folter ausgeliefert. Das stimmt. Aus ihm geworden? So. Ich würde gerne jetzt zu diesem. Zu dieser Schnellreise. Ja, Station kann man nicht sagen, zu diesem Schnellreisetunnel. Und wir interagieren mal. So oft haben wir das noch nicht genutzt. Ich würde gerne ziemlich in den Osten. Muss mal gerade schauen. Kaserne? Ist das in der Kaserne? Ich glaube, ja, was? Thermen? Ich gehe mal zu der Kaserne. Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall sind wir dann näher dran an unserem Schatz von Romulus. Ich weiß gerade nicht, wie viele es davon gibt. Ich meine 6. Kann das sein, dass es 6 gibt davon? Ja, das ist nicht ganz richtig, glaube ich. Aber es ist nicht weiter schlimm. Ist nicht weiter schlimm. Wir hätten hier hingemusst. Und das ist dann die Therme. Ja, okay. Schade. Hätte ja sein können. Hier möchte ich hin. Versteck von Romulus. Und irgendwo gab es noch ein Auge, ne? Irgendwo gab es noch ein Auge. Das würde ich auch gerne markieren. Subjekt 16. Hier Castra Pretoria. Ah, ja, ja. Wo ist das nochmal? Ist das nicht sogar da in der Nähe? Ja, so ziemlich. Wir holen uns den Turm und dann holen wir uns das Auge hier. Aber erstmal den Schatz des Romulus. Boah, bricht dir nicht alle Beine, danke. So. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Die Therme di Diocletiano. Da sind wir richtig. Wenn ich schon da bin, reiße ich das einmal ab. Können wir den auch kaufen hier, den Ort? Was kostet der nochmal? Wir haben 30.000. Haben wir genug? 22.000, her damit. Die Therme gehört uns. Sehr gut. Und schon haben wir ein Einkommen von über 6.000. Das ist ein Traum.
Mhm. Wo ist jetzt... Da hinten ist der Schatz des Romulus. Oh mein Gott. Hier? Jetzt sind wir ja richtig? Das sieht nicht richtig aus. Oder müssen wir hier runter? Ja, es kann natürlich auch sein, dass wir hier runter müssen. So. Nehmen wir die Leiter. Runter! Toll! Muss ich ins Wasser dafür? Oder nicht so? Wenn ich eintauche? Nö. Wenn ich das jetzt markiere hier, ne? Wird mir das dann angezeigt, auch in der Höhe? Nee, wird es nicht. Shit. Ja, das muss ja hier irgendwo unterirdisch sein, oder? Muss ja. Wir steigen erstmal raus. Und laufen hier ein bisschen rum. Vielleicht finden wir das ja hier. Ja, das sieht... Das sieht richtig... Richtig falsch aus. Verdammt, wo ist das denn? Von da kamen wir ja. Wo kommt denn dieses Wolfsgejaule her? Boah, ich habe keine Ahnung, wo wir lang sollen. Das ist natürlich blöd, ne? Dass das jetzt so schlecht hier zu finden ist. Oder müssen wir tatsächlich da hinten hin irgendwo? Und ich mach's mir viel zu schwer? Ich meine, es muss ja irgendwie so ein Durchgang sein. Wo ist denn der? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo es ist. Ist es da oben? Naja, da oben macht es ja keinen Sinn, oder? Da wird ja kein Durchgang sein. Hä? Was? Wo ist das denn? Also, ich kann mir nur vorstellen, dass es da unten ist irgendwo. Fragt sich nur, wo? Da, ich höre doch das Wolfsgejaule. Muss das nicht hier irgendwo sein? Hat das nicht irgendwas mit diesem Wolfsgejaule hier zu tun? Vielleicht auch nicht. Vielleicht vertue ich mich hier gerade. Ich werde mal danach suchen, weil... Keine Ahnung, wo das ist, Mann. Wir sehen uns gleich am Eingang wieder. Okay, so, wir stehen jetzt wieder an der Leiter. Und ich habe einfach mal in die Richtung geguckt von dem Zeichen. Und siehe da, da ist der Eingang. Aber von hier komme ich dann niemals rüber. Ist jetzt die Frage, ob ich mich von da hinten runterfallen lassen kann. Geht das? Ich probiere es mal aus. Von hier vielleicht? Okay, das geht. Cool. Noch weiter? Nein. Noch weiter geht nicht. Scheiße. Das war ein Schuss in den Ofen. Shit. Wo ist denn jetzt die Leiter? Die Leiter ist über uns. Verdammt. Shit. Das lief nicht so gut. Das probieren wir gleich nochmal.
Okay, so, dann sind wir ganz schnell wieder oben. Ich habe hier sehr oft lang gesucht, deswegen kenne ich diesen Weg hier schon sehr gut. Bis ich endlich mal gecheckt habe, wo dieser Eingang ist. Alter. Okay, aber das mit dem runterfallen lassen, das hat nicht geklappt. Vielleicht von der... Ja, vorbei. Ich habe mich ja hier festhalten können, ne? Kann ich nicht hier irgendwie runter? Man kann sich nicht runter, okay, das geht. Hä? Es geht nicht. Freunde, es klappt nicht. Ich kann mich nirgendwo festhalten. So, also ich habe jetzt echt einiges versucht. Da ist auch eine Kiste übrigens. Aber ich komme da unten nicht hin. Ich weiß nicht, ob uns ein Skill dafür fehlt. Oder, also wie im ersten Teil aus der Ezio-Kollektion. Da sind wir auch diesen Aussichtspunkt nicht hochgekommen, weil uns da schlicht und einfach irgendwas gefehlt hatte. Ein Skillpunkt hatte uns da gefehlt. Vielleicht ist das ja der Fall. Ich habe keine Ahnung. Ich würde gerne einfach weitermachen. Vielleicht finden wir es heraus, woran das liegt. Oder es ist eine Hauptmission. Kann ich mir nicht vorstellen, aber wir kommen wieder. Es verschwindet ja nicht, ja? Es verschwindet nicht von der Map. Wir werden nochmal wiederkommen. Ich habe das jetzt echt lange versucht. Und es gibt einfach keine Möglichkeit, sich irgendwo festzuhalten. I don't know. Weiß ich nicht. Hi. Na, du? Madonna. Nicht. Oha. Hab ich nicht genug gelitten? Ich rühre euch nicht an. Was ist geschehen? Alter, wer war das? Mein geliebter Ehemann. Er glaubt, dieses Viertel gehöre ihm. Die Borgia überließen es ihm. Früher stellte er Zunftschilder her. Nun verbreitet er Lügen für die Borgia und verprügelt alle, die ihm im Weg stehen. Wie euch. Wo ist er? Drecksack. Er schließt sich stets in seiner Werkstatt ein. Doch ich weiß, wie man ihn herauslocken kann. Ja? Wie denn? Gegenpropaganda. Oh, die arme Frau. Alter, was hat er mit dir gemacht? Auguste Oberlin durch Abreißen seiner Propaganda aus der Werkstatt locken. Er muss aufgespürt und eliminiert werden. Oh, mit dem größten Vergnügen. Mit der versteckten Klinge auch noch. Das akzeptieren wir. Reiß die Schilder ab, die er im Viertel aufgehängt hat. Sein Stolz erträgt das nicht. Alter, wie die aussieht. Grazie. Die Arme. Die Arme, wir werden dich rächen. Und zwar bitterböse sogar. Oha. Augustin Oberlin. Geburtsjahr 1468. Er ist ein Schmied. So sieht er auch aus. Über diesen Kameraden habe ich einen kleinen Geschichtsschnipsel gefunden. Er war Schweizer Söldner, der in den Diensten der Borgia mehrere Schlachten überstand, bevor er sich seinem eigenen Geschäft widmete. Das steht in Abstergos Aufzeichnung. Auguste Oberlin verbreitet Propaganda für die Borgia und trägt seine Argumente oft mit dem Hammer vor. Alter, hat er die arme Frau mit dem Hammer geschlagen? Den Hammer sollte man am besten meiden. Das sehe ich genauso. Das sehe ich absolut genauso. Komm her, Ferdi. Wir müssen ein bisschen Propaganda zerstören. Dieser Dreckskerl. Ich fasse es ja nicht. Okay. Wollen wir nochmal sehen, wie die Schilder so aussehen. Ich habe ein Elixier aus Blei und Granatapfel gebaut. Das ist schön. Ideal für die Leber. Ah, guck mal hier, da ist doch Viva Borgia. Hau mal ab, Mann. Tschüss. Spinnst wohl. Sud aus gemahlenen Muscheln und Fuchswurzel gegen muss ich jetzt mein Pferd? Ich verstehe nicht, warum ein Pferd immer wieder abbauen muss. Ich bin doch nur ganz kurz was am Abreißen, Mann. Pferd. Was tust du denn? Ich habe frischen Schafsurin. So, vielleicht sollte ich das einfach zu Fuß machen. Upp. Hübscher Sprung. Da komme ich eh nicht dran vorbei. So. Jetzt, wo du verschwinden sollst, verschwindest du nicht. Glaub's ja nicht. Jetzt lacht er mich auch noch aus. So, das war der zweite. Ich sollte mich erstmal aufladen. Ein bisschen trinken. Bevor ich mich hier an diesen Schmied heranwage. So, den Stall können wir uns auch genehmigen. Wir haben ein bisschen Geld, haben wir noch. Oh mein Gott. So. Wunderschön.
4 von 9 Pferdeställe wurden schon renoviert. Wir tun der Stadt sehr gut, muss ich sagen. Wir machen alles schön und hübsch. Okay, so, der nächste ist da hinten. Oh. Weg damit. Stierkämpfe mag eh niemand. So. Wieder zurück. Ja, wobei, was heißt zurück? Wir können hier auch auf der Seite suchen. Hier soll es ja auch irgendwo ein Schildchen geben. Ah. Hier irgendwo? Da hängt es doch schon. Hallo, Freunde. Wollte ich gar nicht, aber hey. Ja, das war jetzt echt ein Fehler. Ein richtiger Fail, Freunde. Ich dachte, die greifen mich eh an, wenn ich das Ding abreiße. Weil eben draufsteht, lang lebe die Borgia. Von daher, ja. Ja. So, okay. Ich glaube, wir sollten auch das hier abreißen. Mache ich direkt. Und das ist jetzt das letzte. Das letzte Schild. Oder das letzte Poster, das wir abreißen. Wo ist der? Was? Da ist er schon. Alter. Abgerissen. Ich war's. Er muss sterben. Ja, komm her. Zuschlagen. Bye, bye. Nein, lass mich in Frieden. Oh mein Gott. Wo ist denn sein Hammer? Warum hat er eine Axt? Tschüss. Was ist denn mit seinem Hammer passiert? Plötzlich eine Axt, weißt du? Requiescat in pace. Ja, mach das mal. Hübscher Bart übrigens. Nehmt euch vor dem Hammer in Acht, weißt du? Und kommt mit einer Axt. Kämpfen immer noch gegen mich? Ich sehe nichts. Alter, wie unfair. Wie fucking unfair ist das denn? Komm her. Einfach wow. Einfach wow. So, hier haben wir noch ein bisschen was. Nein, das Pferd will ich nicht. Ein bisschen Kunst. Ja. Pferd verschwindet eh wieder. Egal was ich tue, ist es wieder weg. Jetzt natürlich nicht. Ausgewählte Werke von den kleinen Meistern Umbriens wurden sorgfältig zusammengetragen und eingegangen. Hier, der kommt mir ganz gelegen. Hier sollten wir mal uns wieder ein bisschen aufrüsten, ein bisschen reparieren. Unsere Ausrüstung ist ein bisschen kaputt. Sieht nicht gut aus. Wir haben. Ja, wir haben. Wir haben auch. Alles reparieren. Danke. So, was können wir denn hier... Oha, okay, wir haben einiges. Plus 2, plus 4. Ist natürlich ein bisschen teuer, aber ganz ehrlich, es lohnt sich. Plus 1,5. Okay. Plattenarmschützer, plus 2, plus 4. Armschützer, haben wir hier plus 1, plus 2. Plus 1, plus 3. Plus 2, plus 4 ist das Beste. Ist aber auch teuer. Wir brauchen die Schuhe hier für 6 und... Oh. Ich kaufe erstmal die hier. So. Dann haben wir die wenigstens schon mal. Waffen kann ich mir kein einziges leisten. Kleine Waffen auch nicht. Ja, ist egal. Ich habe gerne geholfen. Haben wir die Plattendinger jetzt an? Hat er die schon angezogen? Ich glaube nicht, oder? Moment. Inventar. Rüstung. Auswählen. Hab ich die? Ich hab die an. Doch, ich hab die an, aber... Hä? Warum sehen die so komisch aus? Hier sehen die ganz anders aus. Ich hab keine Ahnung. Egal. Oh, ich sehe hier gerade, wir haben ja auch so einen Tunnel. Kaufe ich auch noch. Nein. Oh, wir haben kein Geld. Shit. Verdammt. Daraus wird dann wohl nichts.
Wo können wir denn jetzt hin? Ich würde gerne hier den hier holen. Weil, aus Gründen, damit wir ein bisschen vielleicht mehr sehen können. Wie wäre es denn damit? Na los, mein Freund, bring mich zu dem Ausguck, zu dem Aussichtspunkt. Da ist er schon. Dafür muss ich aber rein erstmal wahrscheinlich. Ja. So, das Fort haben wir ja schon eingenommen. Von dem französischen Baron. Deswegen können wir hier auch ganz einfach reinreiten und reinlaufen. So. Hoch mit dir. Jawohl, so mag ich das. Ja, okay. Schauen wir uns die Gegend mal an. Mal gucken, was es Neues gibt. Ich frage mich, wie wir in dieses Romulus-Versteck kommen. Das ist schon nervig. 20 von 24, wir machen uns sehr gut. Das ist schon echt bescheiden. Ein beschädigtes Aquädukt. Okay, haben wir kein Geld wahrscheinlich für. Wo ist denn die nächste Mission? Die Mission Impossible. Hier ist auch noch ein Versteck von Romulus. Auch da müssen wir natürlich hin. Oha. Okay, hier ist die nächste Hauptmission. Ich gucke mal gerade, was wir noch machen könnten. Also auf der Seite nicht wirklich viel. Wir könnten hier noch diesen Templeragenten mitnehmen. Wir könnten natürlich auch die Türme machen. Wenn das möglich ist. Ich weiß nicht, ob das hier immer noch gesperrtes Gebiet ist. Das weiß ich halt nicht. Mhm. So, okay, weißt du was? Wir reisen hier hin. Und dann machen wir... diesen Erinnerungs... diese wiederhergestellte Erinnerung. Dafür müssten wir wohin genau? Zum Tunneleingang. Schön. Welcher ist das denn? Verdammt. Anzeige einstellen. Was heißt das? Sekundäre Erinnerung? Krankheitsgrad. Okay. Also ziemlich mittig hier. So viele wird es ja da nicht geben. Und dann machen wir. Dann machen wir diese wiederhergestellte Erinnerung erstmal, bevor wir die Hauptmission starten. Ja, eins nach dem anderen, Freunde. Eins nach dem anderen. Wie komme ich zu diesem Romulus-Versteck? Und wo ist mein Pferd? Mein Pferd hat mal wieder gar keinen Bock. Da ist es. So, bring mich mal bitte. Wenn das okay ist, wenn du sonst nichts vorhast. Vielen Dank. Okay. Wir interagieren und das müsste eigentlich das hier sein, oder? Pantheon, ist das richtig? Wir reisen mal hin. Mal gucken, ob es das ist. Wenn nicht, laufen wir wieder ein bisschen. Wir laufen wieder wie das. Ich glaube, ich würde auch gerne meinen Anzug wieder ein bisschen ändern. Also mein Auftreten. Wir sind sehr lange hier mit diesem Anzug rumgelaufen. Buonasera, buonasera. Wie geht's denn so? Ich würde gerne... Nein. Inventar. Monturen haben wir hier. Wir können... Alter, jetzt Rüstung können wir anziehen. Anziehen auf jeden Fall. Ja, warum nicht? Gefällt mir voll gut. Gefällt mir extrem gut, deswegen... ziehen wir das Ding doch mal an. Okay. Dann in diese Richtung. Und schauen uns an, was diese Erinnerung uns zu bieten hat. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, wie viel Prozent wir jetzt von dem Game hier schon abgeschlossen haben. Aber... ich weiß noch nicht, wie viele Sequenzen es gibt. Ja, ich glaube, wir sind bei Sequenz 7. Müssen wir mal gucken. So, was gibt's denn hier jetzt Schönes? Es ist wieder mal dunkel. Immerhin haben wir wieder einen Bart. Buongiorno.
Ist dies das Haus von Francesco Colonna? War es. Doch jetzt gehört es der Bank. Was? Wir haben alles verloren. Tja. Auch Da Vincis Gemälde. Ein unbedeutender Teil der Sammlung. Was? Ich bin trotzdem an ihnen interessiert. Unbedeutend. Die drei Gemälde wurden versteigert und an einen Händler aus Firenze verkauft. Er wird jeden Moment vom Hafen aus in See stechen. Oh. Grazie mille. Jeden Moment. Das heißt, wir haben genau 35 Sekunden Zeit oder sowas, ne? Leonardos Gemälde beschaffen, bevor der Händler damit in See sticht. Nicht von den Jüngern in Rom entdeckt werden. Bon voyage. Was? Wie viel Zeit haben wir? Bitte? Wie viel? Ich nehme mein Pferd. Für den besten Kavaliere sowie die Gunst von Donna Lucia Orsini. Vertraut dem Wissen eures eigenen Vertrauens. Es ist gar keine Zeitanzeige, ne? Sehe ich gerade. Das heißt, wir haben alle Zeit der Welt. Scheiß drauf. Nicht von den Jüngern in den Roben entdeckt werden. Oh, wo sind die denn? Hi, hi! Schauen wir mal, ob wir die sehen. Da sind die Roben, Leute. Mhm. Tschüss. So, das ist das Gebiet. Hier sollte ich vielleicht absitzen erstmal. Danke für den Ritt, liebes Ferdi. Ja, wunderschön. Klasse. Ist da hinten unser Ziel? Ich glaube schon, ne? Oder nicht? Doch. Was soll ich jetzt mit dem machen? Huch. Ezio Auditore. Komm wieder zum Hafen, wenn ich nach Roma zurückkehre. Dann zeige ich dir meine Kabine. Aha. Du lebst in dieser drittklassigen Stadt, statt im schönen Firenze? Mhm. Wie tief du gesunken bist. Was machst du dann hier? Duccio, wir sind keine Kinder mehr. Sieh dich um. Dieses Mal habe ich Hilfe. Und du bist ganz allein. Ich warne dich. Die haben nicht mal Schuhe an. Wir reden doch nur, oder nicht? Ich sehe, diese Stadt hat Wunder an eurer Schwester bewirkt. Oh doch, die haben Schuhe an. In Firenze wollte sie ihre Beine nicht spreizen. Was? Jetzt ist sie die Kupplerin von ganz Roma. Okay, das hast du verdient. Selber schuld. Cazzo! Was steht ihr da so rum? Gebt's ihm! Schnauze. Traut euch. Soll ich die umbringen? Verprügeln. Du kannst mich schlagen, aber das heißt nicht, dass dich Firenze wieder willkommen heißt. Wow, wir haben es ja richtig drauf. Na, der nächste. Ich verprügle einfach alle. Ich will niemanden umbringen. Oder ich verprügle einfach ihn. Komm schon. Oh. Schade. Next. Ja, komm her. Nieder mit den Tyrannen! Dreckiger Römer! Sag mal! Du beleidigst meine Schwester und haust dann ab? Du Drecksack. Komm her! Da kommen ja die nächsten Dicken! Autsch! Das war nicht der richtige Moment. Das schon. Schade. Dein Vater gab vor, einer von uns zu sein. Aber für uns war er immer nur Außenseiter. Schnauze, komm mal her. Der Drecksack. Alter, was hat der denn gemacht? Okay, von hier oben kann ich keinen Attentat starten. Macht Sinn. Was mache ich hier oben überhaupt? Boah, Alter, sind das viele jetzt plötzlich. Ich sollte die ja verprügeln, ne? Habe ich richtig verstanden.
Shit. Ich könnte einfach die Rekruten rufen mit dem Pfeilhagel. Voll läppsch. Bam. So, Freunde, so nicht. Next. Alter, sag das noch einmal über meine Schwester. Drecksack, komm her. Packt ihn. Komm her. Verdammt, der ist zu schnell. Oh. Bam, 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 bam. Jetzt reicht's mir aber mit dir, du Dreckskerl. Stronzo, Stronzo im Hintergrund. So. Du wirst jetzt den Mund halten und mir geben, was ich will. Die drei Da Vinci-Gemälde. Eins ist auf dem Boot. Die anderen wurden an einen Kardinal verkauft. Natürlich. Er zeigt sie hochrangigen Mitgliedern der Kirche. Mhm. Wie komme ich da rein? Woher soll ich das wissen? Geht, fragt eure Hure von Schwester. Bestimmt hat sie schon mit diesem Kardinal geschlafen. Oh mein Gott, bitte bring ihn um! Duccio de Luca. Der Drecksack. Geburtsjahr 1462. Beruf Kaufmann, Händler und Drecksack. Nach der Trennung von Claudia Auditore. Er war sogar mit unserer Schwester zusammen, ist er eigentlich noch zu retten? Wollte Duccio in die Pazzi-Familie einheiraten. Aber die Aufzeichnungen belegen, dass dies durch deren Exil nach der Verschwörung von 1478 verhindert wurde. Nach einigen großzügigen Spenden an die Schneider- und Werbegilden wurde Duccio zum Wollhändler und exportierte Stoffe aus Florenz nach ganz Italien. Er war nicht unbedingt sehr beliebt in der Geschäftswelt. Der dicke Kerl, der mir die Stoffe verkaufte, wollte mir mehr Florin abknöpfen, als die Stoffe wert waren. Er dachte wohl, ich kenne mich mit den Preisen nicht aus. Doch ich übervorteilte ihn und kaufte nur rote Stoffe, die auf dem Markt einen viel höheren Preis erzielen. Also, wer ist nun der Narr von uns beiden? Schrieb ein Wollhändler aus Siena, vermutlich über Duccio, der in den Büchern des Händlers noch mehrmals unter verschiedenen Namen wie Tölpel, Schwein oder Hurensohn auftauchten. Römische Werftbücher zeigen, dass Duccio dort im Jahre 1490 ein kleines Schiff kaufte. Vermutlich wollte er in den Alaunhandel. Was ist Alaun? Weiß ich jetzt gerade nicht. Einsteigen. Leider war sein Schiff zu klein für einen Alaunhändler, da diese erst ab einer gewissen Schiffsgröße profitabel arbeiten konnten. Seine Bücher weisen in den Jahren zwischen 1490 bis 96 nur geringe oder gar keine Gewinne auf. Im Jahr 97 stellte er den Alaun-Transport ein und lieferte stattdessen eine Vielzahl von Waren an verschiedene Städte. Unter der Herrschaft von Savonarola verbuchte er kleinere Erfolge, indem er verbotene Güter aus Florenz herausschmuggelte. Schließlich verließ ihn sein Glück und er starb mittellos im Jahr 1520. Die medizinischen Akten sind nicht eindeutig, aber er scheint an Tollwut gestorben zu sein, nachdem ihn ein hungriger römischer Hund bei der Nahrungssuche anfiel. Eigentlich wurde er von Ezio umgebracht, hier im Faustkampf. Da liegt er. Gib mal her, was auch immer du hast. Er ist ja mittellos, ne? Ja, Medizin. Und 21 Florin. Wow. So, was ist jetzt hier? Ach, da ist das Schiff, wo das Gemälde ist. Ja, das schnappen wir uns. Ein neuer Durchbruch aus London in der Behandlung von Gicht wird als Wunder gefeiert. Wo ist Marco? Er sollte mich hier treffen, nachdem er ein Da Vinci-Gemälde im Vatikano untersucht hat. Mhm. Stellt euch vor, wenn wir den Tempel öffnen, beginnt die wahre Renaissance. Wer redet da? Die Lehren von Hermes werden jedermann bekannt sein. Bist du am Reden? Geduld, Brüder. Bald kennen wir das Geheimnis dieses Gemäldes. Okay. Eine Genehmigung vom Stadtrat eingeholt werden. Bei jedem Verstoß droht eine öffentliche Auspeitschung. Höchste Zeit, hier zu verschwinden. Bitte lass mich leben. Dieser Pfeilhagel ist der Knaller. Oh mein Gott, das ist so gut. Ja, runter mit dir. Das ist so gut. Da ist das Gemälde. Let's go. Beste Pfeilhagel geht am chilligsten.
3 von 5. Die Dame mit dem Hermelin. Schön. Ja, ich glaube, das war perfekt. Perfekt ausgeführt. Ich meine, wenn wir die Rekruten haben, wenn wir nicht für sowas diese Rekruten nutzen, für was dann, Freunde? Für was dann? So, was können wir hier noch machen, hier in der Nähe? Wenn wir schon im Norden sind, gibt es noch irgendetwas? Wir haben hier natürlich noch eine Erinnerung, noch das nächste Gemälde zu suchen. Könnten wir machen. Wir könnten aber auch... nein, das nicht. Das auch nicht. Wir könnten auch wieder diese Templer-Agenten machen. Oder die Hauptmission. Die reizt mich ja schon sehr. Tunneleingang haben wir hier sogar. Und ich glaube, wir haben hier bei uns auch direkt einen Tunneleingang. Haben wir Tatsache. Genau da. So, wo ist das über uns? Ist es, okay. Ja, ich bin sehr betrunken. So. Wir müssen ziemlich in den Süden. Wo ist das? Nein, 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 nein und nein. Natürlich das Letzte. Die Diebesgilde. Ah. Da reisen wir doch mal hin. Zur Diebesgilde. Von da können wir andere Missionen bekommen. Ich hoffe, dass wir dann in dieses Gebiet im Osten kommen. Da gibt es nämlich noch einen Borgia-Turm. Und ein Auge natürlich. Ja, das dürfen wir auch nicht vergessen. Da fällt mir ein, wir haben natürlich noch ein Auge gehabt irgendwo. Irgendwo im Nordosten. Auch da müssen wir noch hin. Eins nach dem anderen, Freunde. So, wir gehen erstmal hier die Hauptmission starten. Wir müssen ein bisschen Geld verdienen. Sollte zu einer Bank gehen. Da liegt bestimmt wieder was rum für uns. So, was haben wir denn? Was ist denn? Was ist denn für Messer hier? Okay. Buongiorno, Ezio. Ah. Es ist Zeit, Lucretias Liebhaber aufzusuchen. Pietro. Meine Männer suchen ihn bereits. Sehr schön. Molto bene. Ezio. Gestattet ihr... Mhm. Was gibt es? Rodrigo wurde von irgendjemandem gewarnt, sich von der Engelsburg fernzuhalten. Machiavelli? Oh oh. Habt ihr Beweise? Noch. Ein bloßer Verdacht darf uns nicht trennen. Nee. Die Borgia haben unsere Spione aufgedeckt. Wer verriet sie? Maestro Machiavelli erkundigte sich heute nach unserer Suche nach Pietro. Willst du mich verarschen? Ezio? Da haben wir unseren Beweis. Machiavelli, du Drecksack. Wirklich? Das Leck stopfen. Die Angreifer eliminieren, damit sie nicht den Standort der Diebesgilde finden. Danach La Volpe begleiten, um die anderen gefährdeten Diebe zu retten. Mindestens 5 Quadrate der Gesundheitsanzeige behalten. Das sollten wir hinkriegen. Das sollten wir tatsächlich hinkriegen. Wir müssen raus. Und, oha, es geht schon los. Wie wär's mit dem Dolch? Ja, komm, der Dolch. Kommt her, Freunde. Wow. Okay. Jetzt reicht's aber. Erstmal treten und dann ciao. Es geht weiter. Für die Damen gibt es Haar, Dolas und Boulas aus Paris. Die Damen bleiben. Direkt vor der Bank, weißt du? Kann ich ein bisschen Geld abheben? Achso, ne, kann ich nicht. Sag mal, war das nicht einer von uns, der mich da angegriffen hat? So, sehr gut. Oh, es geht weiter. Mhm. Komm her. Mist. Nice. Können wir dich von hinten ein bisschen penetrieren? Das geht. Ciao.
Sehr schön. Ja, es lief gut. La Volpe zu den Dieben folgen. Ach so, auf dem Pferd. Ich kann nicht glauben, dass Machiavelli ein Verräter ist. Ich auch nicht. Der Angriff auf die Villa, dann das Castello und jetzt das. Er steckt hinter alledem. Ich hoffe, es ist nicht ein Spiel von La Volpe. Weil der sagt mir das viel zu oft in letzter Zeit, dass der Machiavelli der Verräter ist. Mal gucken. Noch glaube ich in La Volpe, natürlich. Ich mag ihn. Ich mag den Charakter. Cooler Charakter auf jeden Fall. Aber es wäre echt. Ihm könnte ich das sogar zutrauen, dass er so ein kleiner Verräter ist. Verräteros. Vielleicht ist aber wirklich Machiavelli. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Warum lasst ihr eigentlich eure Kisten die ganze Zeit fallen? So, komm. Schneller. Schneller geht wohl nicht. Unser Pferd ist nicht das Allerschnellste, wie es aussieht. Okay. La Volpe, dann zeig mal. Zeig mir den Weg. Was ist hier passiert? Oh, oh, oh. Den Dieb retten. Vom Pferd aus können wir auch kämpfen. Gar kein Problem. Sogar viel besser. Ah, verdammt. Na komm. Tschüss. Das war er. Und noch einer, glaube ich. Nur noch der hier. Ne, noch nicht. Da kommt noch mehr. Okay, vom Pferd aus hat man kaum eine Übersicht, aber wir haben es geschafft. Was konntet ihr herausfinden? Pietro soll heute Abend ermordet werden. Cesare schickt seinen Metzger. Den Metzger. Wer ist der Metzger? La Volpe zu den Dieben folgen, na komm. Ja, Micheletto, der beste Mann in Roma. Niemand entkommt ihm. Okay. Bis heute Nacht. Kommt mit. Mike wer? Andiamo. Micheletto, wer ist das? Das ist der Metzger, der Butcher. Wir werden ihm das Handwerk legen. Wir werden ihn wahrscheinlich eliminieren, so wie ich jetzt hier kenne. Schauen wir doch mal. Mhm. Komm, La Volpe. Mach mal hin jetzt. Oder wir schicken einfach einen Pfeilregen. Könnten wir auch tun. Oh. Nee, so nicht. So, ein Tritt in die Eier. Und tschüss. Komm her. Na, was willst du machen, ne? Das sind Fehler. Sehr schön, La Volpe. Klasse Angriff. Habt ihr etwas über Pietro herausgefunden? Der Mann ist ein Schauspieler. Und er tritt heute Nacht noch auf. Okay. Na dann, weiter geht's, Volpe. Wohin jetzt? Wir reisen immer von einem Ort zum anderen, machen ein paar Wachen fertig. Und dann werden wir zu einem anderen Ort geschickt. Cool. Okay. Aus dem Weg. Ich hoffe, wir werden königlich entlohnt für diese Mission. So. Links, rechts. Alles klar, rechts rum.
Wir legen ganz schöne Meter zurück und rennen alle dabei um, wie es aussieht. Keine Rücksicht auf Verluste. So, was ist jetzt? Ja, ich spring mal hier rüber. Weil wir können, Freunde, weil wir können. Okay, links, geradeaus. Okay. Wir legen ganz schöne Meter hin, muss ich sagen. Das ist schon hart. Gut, hart am Limit. Den Dieb finden. Wo ist der Dieb? Da hinten. Das sieht sehr diebisch aus. Ziel lokalisiert. Den Dieb retten. Komm. Kriegen wir hin. Dafür nehme ich meine Klinge. Tritt in die Eier und weg damit. Nice, sehr schön. So, wo noch? Da hinten ist noch einer am Kämpfen. Aber nicht mehr lang, Kollege. Guten Flug. Guten Flug. Der lebt noch. Verdammt. Guten Flug. Was? Was? Du willst mich doch verarschen, Mann. Den Dieb finden. Es ist ja... Es ist ja ein Hohn. Alter. Was kann ich dafür, wenn der da runterfällt? Ja, next. Boah, ist das ätzend. Stirb! Hat man gerade in unsere Richtung geguckt. Sehr schön, sehr gut. Das läuft schon viel besser. Das kriegen wir alles hin. Tschüss. Okay. Immer noch einer? Da hinten, ich sehe es. Alter. Wie absolut schlecht. Kriegt ihr das nicht hin? Was? Im Zielgebiet bleiben? Was habt ihr über Pietro erfahren? Er soll an ein Kreuz gehängt werden. Micheletto nimmt sich ihn mit dem Speer vor. 1500 Florin, das ist echt wenig, muss ich sagen. Aber immerhin, wir haben 100% Synchro. Immerhin etwas.